Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder weiter. Jawohl. Und ihr habt mir im letzten Part schon noch einen Hinweis gegeben, wo ich vielleicht auch nochmal weiter gucken könnte. Denn wir hatten da ein Loch bei Gronja, wo wir mit den Schwebestiefeln im Majora's Mask rüber könnten. Aber ich glaube, bevor wir das machen, möchte ich als erstes mal kurz noch ein Quellwasser holen. Denn ich glaube, ich würde erst das mit der Hexe im Wald klären. Weil dann könnte man halt da auch rüberfahren. Und danach brauche ich halt auch dieses Quellwasser, damit ich ein Erbsenloch füllen kann. Dann beginnt ja auch diese ganze Reise mit dem Deku-Stamm, sag ich mal. Aber gut, vielleicht sollte man da trotzdem mal kurz vorbeigucken in Gronja, weil vielleicht ist es halt auch einfach, bringt es uns random irgendwo hin. Vielleicht kommen wir ja auch wieder in Ocarina of Time raus. Schwierig. Aber trotzdem will ich mal kurz Quellwasser holen. Vielleicht habe ich das auch schon. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Okay, auf jeden Fall spielen wir mal hier kurz den Song of Storm. Da kommen wir nämlich da hin. Papa. So, da kommen wir dahin, wo wir Quellwasser kriegen. Und da können wir mal ganz kurz gucken. Haben wir noch nicht. Ich würde mal die Milch dafür opfern. Natürlich mittlerweile alles mit einem bisschen Tempo, weil wir schon in der Nacht des zweiten Tages sind. So, Quellwasser, um später Erbsenlöcher zu gießen, ne? Hier richtig krass, diese Schuhe, ne? Das ist so geil. Okay. Und jetzt schnell weiter. Gut, wir gehen mal kurz bei Gronja vorbei. Ihr habt mich überzeugt. Wir machen das jetzt sofort. Ich hoffe halt, wir haben wirklich dann noch genug Zeit, um später da so ein bisschen im Deku-Bereich weiterzumachen. An sich bräuchte man halt einfach noch ein krasses Item, bevor das alles resettet wird. Ja, Majora's Mask ist so eine Klasse für sich, ne? Mit diesem Resetten und so. Ah, ich bin da aktuell immer noch nicht so richtig warm. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. So. Oh ja. So, hier spielen wir jetzt einmal ganz kurz den hier. Und dann werden wir da mal mit den Schwebestiefeln versuchen rüber zu gehen. Aber ich werde mal ein Safe State machen. Nicht, dass wir uns irgendwo wieder festbacken. Das wäre doof. Das wäre wirklich doof. So, ne? Hier. Jetzt Schwebestiefel anziehen. Oh, meinte, da kommen wir echt rüber. Das sieht schon. Das wird leider auch sogar nichts. Shit. Also, das kann ich komplett schon vergessen. Hätte halt echt sein können. Aber leider, nee. Also, selbst mit einer richtig getimten Rollattacke wird das nix. Oh, habt ihr das gesehen? Ich habe zweimal gerollt. Das geht auch. Gehen wir gleich nochmal. Aber ich glaube auch, das klappt nicht. Vor allem, wie das einfach immer wieder von neu anfängt. Nee, Leute, das klappt, glaube ich, nicht. Schade. Schade, schade, schade. Okay. Nee, dann würde ich sagen, wir gehen auf den generellen Weg erstmal zurück nach Majora's Mask und versuchen mal so ein bisschen in der Story. Zack. In der Story der Dekus voranzuschreiten. In der Hoffnung, dass ich da noch die Hexe finde. Am dritten Tag ist doch bei der Hexe da in dem Wald auch noch ein Loch, oder? Ich erinnere mich da düster dran. Ach ja, scheiße. Egal. Ich porte mich mal ganz kurz in den Wald.
Wenn man denkt, da kann man jetzt mal ganz geil abkürzen und dann ist dieses Tor noch zu. Das ist halt irgendwie doof. Ich glaube, dann sind wir hier schneller. Ja, gut. Also wir gehen zurück nach Majora's Mask. Wir haben Quellwasser, wir haben Wundererbsen. Wo habe ich diese Wundererbsen eigentlich gekauft oder bekommen? Ach, stimmt, direkt bei dem Typen. Ich erinnere mich. Das wird auf jeden Fall ein Item sein, das wird auch verschwinden, glaube ich. Ich glaube schon. Mit dieser Erbse, mit diesem Wunder, mit dem Wasser, könnte ich ja theoretisch auch auf der Ebene von Hyrule, Termina, Ebene von Termina, da gibt es ja auch so Erbsenlöcher und sowas, ne? Ich glaube, da könnte ich auch was vielleicht mit vollbringen. Oder? Was meint ihr? Kann man da nicht auch zu einer Schatzkiste oder so fliegen? Ich meine, regulär macht man das dann alles, glaube ich, mit dem Enterhaken, aber könnt ihr mir vorstellen, dass das auch möglich ist. Naja, gut, wir werden es auf jeden Fall mal so anpeilen, dass wir erstmal wieder in die verlorenen Wälder von Majora's Mask rennen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Den verlorenen Sumpf. Wo uns die Äffchen rumführen. Kann ich hier noch ein bisschen Geld mitnehmen? Nicht mit der Geschwindigkeit. Naja, 20 Rubine. Besser als nichts. Okay. Miau. Gut, dann einmal bitte in Majora's Mask. Nee, das wollte ich nicht. Hasenohren, Feuer frei. Ah ja. Okay, Leute, wir versuchen mal unser Glück. Gibt's hier nicht auch irgendwo Erbsenlöcher? Guck mal. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das jetzt dafür opfern will. Komm, wir machen einfach mal. Vielleicht ist da das Item drin. Scheiße. Okay, vielleicht ohne Hasenohren. So. Let's go. Jo, das war's auf jeden Fall nicht. Und weiter geht's. Tja, das war's dann wohl mit dem Quellwasser, ne? Aber es ist ja nur Wasser, oder? Kann ich das nicht überall bekommen? Jetzt mal ehrlicherweise, kann ich das hier drüben nicht auch einsammeln? Ist hier drüben nicht auch so ein kleiner See? Ja, guck mal. Gibt's auch Quellwasser. Springwasser. Springwater. So. Das mache ich mal kurz weg. Weil ich Schiss hab. Dass ich es aus Versehen benutze. Und jetzt. Ey, die Zeit, die geht so schnell rum, ne? Wenn man die nicht verlangsamt. Ich bin so dran gewöhnt, dass man das immer langsam macht. Muss ich das noch vor dem dritten Tag schaffen? Ich glaube ja. Ich glaube, sonst ist die weg. Shit, die ist schon weg, oder? Ich glaube, ich kann es schon nicht mehr machen. Mann, das ärgert mich jetzt gerade richtig. Ich probiere es trotzdem natürlich. Wenn nicht, gehe ich am dritten Tag in das Loch rein.
Dann machen wir es so halt. Los, schneller, Affe. Ach, jetzt ist hier auch schon ein Loch. Okay, warte, dann gehe ich mal ganz kurz jetzt in das Loch rein. Ist scheinbar schon am zweiten Tag. Ein Item. Komm schon. Irgendwas Gutes? Noch ein Skulli-Symbol. Das gibt's doch gar nicht. Bringt mir halt alles nichts. Komm, Äffchen, los. Gangbang. Sagt er. Das sagt er. Gangbang. Shit. Dawn of the Final Day. Die ist nicht mehr da, oder? Am Final Day. Mann! Der Affe ist auch nicht mehr da am Final Day, oder? I don't know. Ist der Affe noch da? Der Affe ist noch da. Kann man das am Final Day noch machen? I'm not sure. Jetzt geht er einen anderen Weg, ne? Führt er mich jetzt woanders hin? Aua. Mal gucken. Ne, er ist noch... Oh, sie ist noch da. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist sie noch da. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen was wuppen. Bevor hier alles vorbei ist. Guck mal hier. Also wir kriegen auf jeden Fall ein Item von der. Ne, normalerweise die Fotobox. So. Genau, wir kriegen normalerweise die Fotobox von der. Ja, ja, komm. Keine Zeit dafür. I have no time for this. Jetzt ist schon 7 Uhr, Alter. Das ist unglaublich, wie schnell das alles hier geht. Na gut. Ich könnte hier auch als Deko rumhüpfen. Aber ich glaube, das hätte keinen Mehrwert. Achso, warte mal. Ich muss ja hier rein, ne? Ja. Da oben ist übrigens eine Ocarina. Ne? Das heißt, für mich wäre es erstmal so ein Ziel, da oben drauf zu kommen, weil dann hätte ich schon mal viel mehr Möglichkeiten mit einer Ocarina. Könnte ich alles verlangsamen, etc. pp. So. Jetzt kriegen wir erstmal ein Item. Wahnsinn. So, und jetzt können wir Bootsfahrt machen. Kostet auch wieder sinnlos Zeit, oder? Ja, jetzt kann ich Fotos schießen. Wahnsinn. Ich sag mal, unser Ziel ist es, vom Deku-König vielleicht noch ein Foto zu schießen. Wir kommen eh schon für alles zu spät. Wir können uns halt höchstens noch ein paar Items schnurren, die da so in der Ecke sind. Theoretisch könnte man noch bei den Skulti-Haus vorbeigucken, aber was habe ich denn für Items? Könnte ich da überhaupt was machen? Ich habe einen Stock, damit könnte ich was anzünden, ja. Aber dann hört es halt auch schon wieder auf. Viel können wir da, glaube ich, auch nicht machen in dem Skulti-Haus. Ich bin halt echt viel zu spät dran, das ist halt das Problem. Theoretisch müsste ich das viel früher machen, wenn ich richtig schön viel Zeit habe. Am besten noch die Zeit verlangsamen. Naja. Bin gespannt, was da heute alles so passiert. Noch passiert. Mana wäre auch so eine Sache, die bräuchte ich eigentlich. So, da hinten ist nämlich die Hütte, ne? Obwohl, als Deku-Kerl könnte ich da theoretisch hingehen. Das ist die Frage. Komm, wir machen es mal. So, hier ist so eine Fackel, ne? Ja. Ich
glaube, wir bekommen mehr Items in dem Skulti-Haus, als wenn ich jetzt zu den Dekus gehe. Dementsprechend, ich hoffe einfach mal das Beste. Gut. Let's go. I have not so many time. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, viel zu machen, weil ich habe keine Fernkampfwaffe. Aber irgendwelche Skuldis kriege ich doch bestimmt auf die Ketten, oder? Sind hier nicht irgendwelche am Boden oder so? Guck mal hier. Ein Herzteil. Für Ocarina of Time. Okay, das nehmen wir schon mal mit. Hier schön in Ruhe umgucken, das wäre es jetzt, oder? Bomben. Ocarina of Time. Ba, ba, ba. Ich bin jetzt halt wirklich nur hier in der Hoffnung, dass ich irgendwas ganz schnell noch bekomme. Boah, die Musik ist schon krass. Den Stein kann ich auch nicht wegsprengen. Eine Fee für Majora's Mask. Naja. Kriegt mir jetzt auch nicht wirklich viel. Wäre es schlauer gewesen, jetzt zu den Dings zu gehen? I don't know. So, warte mal, da springe ich kurz drauf. Das sollte klappen. Ein Schlüssel. Für den Key. Für die Forest. Waldtempel. Einer bitte. Haben wir hier noch einer? Was ist das? Und Rubine. Wäre ganz nice, wenn die tot bleiben. Glaube ich aber nicht dran. Obwohl, vielleicht bleiben sie wirklich tot. Wäre ganz cool. So. Ja, wie gesagt, ich kann halt nicht jedes Skuldi holen. Da fehlt mir halt einiges an Items. Theoretisch bräuchte ich auch ein paar Käfer. So, warte mal, kann ich da drüben? Also hier gibt es auf jeden Fall auch einige zu holen. Da oben sind so Dinger, die könnte ich runterschießen, wenn ich das nötige Material dafür hätte. So, warte, was war hier? Hier erscheinen Leitern, ne? Ja. Bringt mir aber nichts, weil da auch wieder eine Skuldi rumhängt. Eieieiei, okay. Gut, wir gehen erstmal hier runter. Dann haben wir noch ein Skuldi-Symbol für normal Ocarina of Time. Wir lassen es jetzt einfach drauf ankommen, weil im schlimmsten Fall müssen wir halt wirklich... Ah, dann haben wir ein Game Over, oder? Haben wir dann einfach ein Game Over? Progressive Hero Schild. Okay, wir haben ein Schild bekommen. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, aber ich war mir relativ sicher. Ja, ja, komm. Dem müssten wir eigentlich ein Lied vorspielen. Habe ich soeben gemacht. Hat nicht funktioniert. Bomben. Nein. So. 5 Rubine.
traurig.